Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Ja, so, und ich bin in mich gegangen. Ich werde nicht hier Streit anfangen. Zumal ich durch Würfelglück in der letzten Folge wahrscheinlich Streit aus dem Weg gehen konnte. Und wer weiß, vielleicht kann man die Nummer gebrauchen, die Leute hier. Außerdem habe ich hier noch die Troller dabei. Ne, also hier Lazelle. Die zwar eine richtig coole... Wie, wo? Hier hoch, oder? Wie kommen wir denn hier nochmal raus? Ja, Leiter, ne? Also, Lazelle ist ja dabei gerade, weil... wir da ihre persönliche Quest verfolgen. Und irgendwie... scheint es auch so zu sein, dass wir sie dabei haben müssen oder sollten oder wie auch immer. Jedenfalls konnten wir nicht mit Zorro sprechen, solange sie nicht dabei war. Gebirgspass. Na, hier, da will sie hin. Und da sollten wir sie auch hinbringen. Was ist das für ein Beutel da? Oh. Die Brücke hat der Drache gesprengt. Was war das? Alles klar. Alles klar. Da haben wir überhaupt rein gar nichts verloren. Okeli dokeli. Ja, in dem Fall gehen wir dann Halsen retten, wa? Da kommen wir nur nicht durch. Da müssen wir den ganzen Scheiß hier unten lang. Hier haben wir alles abgesucht, ne? Ja, ja. Thank you.
Okay. That might be worth a look. Buddel aus. Heiltrank. Laufsprung. Einmal pro Zug kann der Träger nach einem Spurt oder einer ähnlichen Aktion noch einen Sprung ausführen, ohne eine Bonusaktion einsetzen zu müssen. Ja. Heiliges. Was kann heiliges Wasser eigentlich? Diese kleine Flasche explodiert beim Auftreffen und fügt Unholden und Untoten in der Nähe. Ah. Weihwasser. Okay. Merken. Und Öl. Und was ist das? Der glorreiche Sprung. Okay. Öffnen. Jägerschatz. Wer sind die? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see me, Rena. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this! We won't ask again! What's going on? Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Huh. Ich erinnere mich an die Oma, ne? Die haben wir da im Hain, die hat uns Heiltränke vertickt. Sweetie, be careful! She's with the hag! Don't bloody stand there gaping! Get her! What? Fünf bis zwölf. Neunundneunzig. Junge, direkt tot. Let's finish this. Muss mal gucken. Aber ich glaube, die sind pimmelig, ne? Nothing important is ever easy. Hope your soul is in good hands. Oh, my stars! I didn't mean for this to happen. She's their little sister, and she's staying with me. This is all my fault, but I made a promise.
Mayrina begged me not to breathe the word if they came looking for her. And my word is my bond. That poor thing will be distraught. We can't let her know it'd break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. Alter! Bewusstlos, dauerhaft. Lieber John, lieber Demir, bitte seid mir nicht böse, ich meine es ernst. Ich hinterlasse euch diese Nachricht nur, damit ihr keine Panik bekommt und Dummheiten macht. Ich gehe zur Vettel, ich bin es Connor schuldig. Ihr wisst, dass er das Gleiche für mich tun würde. Ich bin bald wieder zurück, also kein Wort zu Mama, ja? Sie hat schon genug um die Ohren. Er ist tot. That might be worth a look. Was zur Hölle ist denn eine Vettel? Wohin gehst du da? Ja, eigentlich wird es Zeit mal wieder für ein bisschen Action, ne? Wer ist sie denn? Ach, ich erinnere mich. Die hat die Goblin-Olle umgelegt. Ich bin mir wieder mal nicht sicher, was wir tun sollen. Aber Goblin-Lager. Es wird gespeichert. Goblins ahead. We'll need a cover story. Stay vigilant. There are traps here. Hab ich gemerkt.
fucking Spinnennetz oder was? Was will ich denn hier eigentlich? Eingesponnen. Komm, wir gehen mal da vorne hin. Look it, Claw. Sapper's here. Fressi, fressi. Unless you got another reason to be here. Fexite. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Authority. Elitide machen wir nicht mehr. Das war's. Trying to scramble my brains. Nicht gut. Nicht gut. Kann er nicht bringen, weil es hat. Verbrauche 6 Meter deiner Bewegungsrate im verbleibenden Zug, würfelst du 2-mal Fernkampfschaden und verwendest das höhere Ergebnis. Finde ich gut. Zu 84. Komm. Okay. Ach, da oben ist auch noch einer. Bisschen auseinanderziehen. Unsichtbar. Okay. Und das ist hier Trollabulla, ne? Fernkampf. Hat nur noch 6. Ach komm. Das habe ich schon genommen. Na gut. Dann Attacke. Gerade gesehen. Dann halt nicht. So, probier mal aus. Ich den One-Hit erledige. You've made a grave mistake. Ah!
Fuck! Work. Ach so, das 80, 70. Cover me. I'm going for the alarm. Er will Alarm auslösen, der kleine Wichser. Again. Beide Fehlschlag, du willst mich doch verarschen, ne? Warum kann ich nicht zweimal? Ich denke, ich kann zweimal. Try something else. Fehlschlag. Time to press ahead. Was ist das denn für ein Typ? Have to keep going. Fehlschlag, 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 da ist doch... Wir müssen den ja mal platt kriegen. Okay. Sometimes the only way out is through. Kritsch. Es ist nicht wahr, du.
Der Typ ist auf jeden Fall schon mal weg. Nicht gut. Da kommen sie ange. Geduppert. Ein Tod. Bewusstlos. Also nicht, bleibt sie da erstmal oben stehen. Denn hier? Aus, ne? Wo habe ich so einen Scheiß überhaupt drin? Weg ist er. Schattenherz verwünscht. Wie kann man den Scheiß wegmachen? Gibt es überhaupt irgendwas, womit man den Scheiß wegmachen kann? Du hast doch Zauber, ne? Schade. So. Die sind dauerhaft bewusstlos. Ich werd beklappt. Ja, auch rein. Okay, der ist platt.
Kann mir mal einer verraten, warum ich die Viecher ja nicht mehr umbringe? Platt, ne? Ach du Scheiße! I am Fury. I am Death. Blood comes easy these days. Noch drei, gut. Kannst du? Er kann. Krasser Scheiß. Alter, Astera, du bist ein Killer. Kaputt. Survival is all that matters. Wonder if the gods are watching me. Meine Fräse. Let's have a little fun. Ja, lass uns etwas Spaß haben. Lazelle ist inspiriert. Alten Inspiration. Ja, Wunderbärchen. Ne. So machen wir das. Was ist das? Schild als Hausreizen. Okay. Zunge. Was ist das? Okay. Und wie ich finde, wir haben... Okay, das waren auch Pimmelgegner jetzt, ne? Ich glaube, wir hätten schon viel eher hier sein müssen. Er trommelt erstmal hier, der kleine Pisa, der. Mach's jetzt hier. Auch alle komplett kaputt. Haben wir, ne?
Gut. Also irgendwie bin ich nicht so wirklich dafür. Also es stört mich nicht, dass ich hier mit den Goblins jetzt wo Krieg angefangen habe oder so. Aha. Ah, hier hätte ich mich wohl vorbeischleichen können, wa? Naja. Nicht schlimm. My face protects me. Ja, ja. Take you. Für Verschwendung. Ist okay, wir sind doch gut hier durchgekommen. Hier ist ziemlich viel Matsch. Mhm. Leider Gottes hier keine. Kannst du da draufsteigen? Nee, wa? Da ist doch eine Truhe. Eine Kiste hier offen. Aha. Okeli dokeli. Der Halsen ist da unten wohl. Wir können aber hier auch lang gehen. Überladen. Was hast du wieder eingesteckt? Hier. Anders Lager. Anders Lager. Lager. Kann man halt immer noch entschlüsseln? Und die Pulle, irgendwie will ich die auch gar nicht abgeben. Primitiver Streitkolben. Ja, ganz schön dick Sachen wieder dabei. Hier. 3 Knochen. Raus damit. Da für ein Geschrei ist, ne? Er gibt schon richtig viele Optionen, ne? Ich nehme an, ich hätte da rüber springen können und dann an den Schlingpflanzen da hochklettern oder was?
Ja, also hier quasi. Wo sind denn die Schlingquanzen? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls nicht so aus, als wenn das von Interesse wäre. Okay. Oder eben auf heimlich hätten wir uns dann den Fallen vorbeischleichen können. Wo geht's denn hier lang? Wurstchen. Oh, verdammt, wieder überladen. That might be worth a look. Das ist genau das gleiche wie bei den Giganti, wa? Okay. Richtige Niete gewesen hier. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt offscreen nochmal in die Stadt und den ganzen Klumpatsch, den ich da mit mir rumschleppe, verticken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle. Und gehen wir da ins Goblin-Lager rein. Irgendwie bin ich enttäuscht, dass der Kampf jetzt so gut ging. Ich meine, wir waren pimmelige Gegner. Ich hätte, glaube ich, schon viel früher hier sein sollen. Und erst viel später da, wo ich schon rumgerannt bin. Ich glaube, die Giganti, wenn das nicht geklappt hätte, ne, mit dem Überreden. Bei dem Drachenlord da, ne? Der hätte uns übelst verhauen, glaube ich. Naja, ich wünsche euch was. Bye, bye.